Hallo Leute, willkommen zu meinem ersten Vlog. Ich mache ja nun für 3 Monate hier in London ein Praktikum und ja, ich zeige euch heute nicht, wo ich genau arbeite, also was ich da tue, sondern ich zeige euch eher einen kleinen Rundgang in dem Viertel, wo ich arbeite. Und denn es ist ein richtig tolles Viertel. Und zur kleinen Entführungshilfe haben wir zum einen diese wunderbare Katze. Ja, nennen wir sie einfach mal Rebecca. Und diese wunderbare Karte. Das hier ist eine Karte von der City von London. Und da, wo ihr Rebecca seht, da ist mein Institut. Und genau in diesem Viertel bewegen wir uns heute. Wenn ihr in die Clerkenwell Road runtergelaufen seid, Richtung Westen, dann kommt ihr an einen Punkt, wo ihr auf der einen Seite eine Blume seht und auf der anderen Seite ein Tor. Ihr geht zuerst auf die andere Straßenseite und geht zur Blume. Und dann seht ihr halt schon die St. John's Prior Church. Und da geht ihr zuerst rein, weil die hat bloß bis 16 Uhr offen. Und guckt euch das alles an. Kriegt ihr auch, ist auch freier Eintritt und ja, man kann da fotografieren. So. St. John's ist übrigens ein Museum über die Erste Hilfe im Mittelalter und in London und erklärt halt so, wie sich das entwickelt hat. Danach geht ihr dann rüber zum Tor, zum Museum of Order of St. John's, zum St. John's Gate. Und da könnt ihr, die haben länger offen, die haben bis 17 Uhr oder 18 Uhr offen. Und da könnt ihr das ganze Ding besichtigen. Und da gibt es dann so Postkarten und alles Mögliche. Gibt es richtig tolle Bilder. Könnt ihr zum Beispiel das hier kriegen. Das hier. Ja, ist richtig toll da. Oder das hier. Und dann habt ihr noch das hier. Sich nach dem St. John's Gate noch den St. John's Garden anzuschauen, ist ein großer Fehler. Die Bänke sind beschissen von irgendwelchen Vögeln und der Park ist richtig ungepflegt. Also, das ist definitiv kein Trip wert. Ihr geht die Clerkenwell Road runter bis zum Old Session House. Und dann seht ihr auch schon die Spitze des Turms von St. James Clerkenwell, von der St. James Clerkenwell Church. Und da lauft ihr einfach dorthin. Diese Kirche ist von außen sehr schön, besichtigen kann man sie leider nicht. Und geht einfach einmal durch den ganzen Park. Und dann, wenn ihr rauskommt durch den Hintergarten, geht ihr dann wieder zurück auf die Clerkenwell Road. Das hier ist das Old Session House und wenn ihr euch umdreht, dann könnt ihr auf der anderen Seite dieses wunderbare Street Art sehen. Und ihr seht dann bereits auch schon die Spitze der St. James Church. Und werdet drauf zulaufen und dann könnt ihr dieses wunderbare Gärtchen besichtigen und ihr verlasst das durch den Hintergarten und lauft zurück. Und danach seht ihr auch schon Farringdon und dann geht ihr die Turnmill Road Street, Turnmill Street runter Richtung Farringdon. Dann geht ihr auf die Crosswell Street, downwards bis zum Smithfield Markt und den besichtet ihr komplett. Da läuft ihr einmal rum und dann macht ihr beim
Oh, Smithfield Square, eine Pause. Das Time for Lunch. Ja. Wenn ihr von Farringdon auf den Smithfield-Markt drauf zuläuft, dann seht ihr erstmal das. Das ist der Durchgang. Oben seht ihr halt ein paar Figuren von denen. Und das sind halt, also ein Ausschnitt aus den Türen. Also sind alle Türen Fenster gestaltet in diesem Stil. Ja. Guckt ihr nach links und rechts, da seht ihr halt diese Häuser. Könnt ihr weiterlaufen, läuft ihr einfach einmal rum. Wenn ihr einmal rumgelaufen seid, dann geht ihr einmal durch. So sieht es von innen aus. Das könnt ihr direkt auf die Markthalle blicken. Und wenn ihr drüben rauskommt, dann seht ihr erstmal diese Baracke und dann ist es die alte. Nach dem Lunch verlasst ihr dann den Smithfield Square und geht den Close Fair hoch. Und dann seht ihr auf der rechten Seite die St. Bartholomäus, The Great Church. Und ja, da geht ihr einfach mal rein. Da könnt ihr zum Beispiel dieses wunderbare Heft hier kaufen. Ist wirklich schön gemacht. Da ist da wirklich alles drin. Brauchst du, sieht zumindest innen aus. Schön mittelalterlich gemacht. Das ist über die komplette Geschichte von St. Bartholomäus. So sieht St. Bartholomäus vom Close Fair aus. Und da kommt ihr aber nicht rein an diesen Eingang. Ihr müsst rumgehen. Hier sehen wir noch ein paar Figuren davon. Das sind die Fenster und die haben alles mit Feuerstein ausgekleidet, die Außenwand. Ja, alles wirklich sehr schön detailgemacht. Und da seht ihr es, ihr müsst dann halt in den Kirchengarten gehen. Und wenn ihr in den Kirchengarten geht, dann seht ihr nochmal hier von der anderen Seite. Das ist wirklich eine sehr schöne alt mittelalterliche Kirche, auch die älteste von London. Und ja, dann seht ihr halt da den Eingang. Und hier ist noch der Kirchengarten, die Seitenkrypta. Hier nochmal einmal der Turm. Und hat man auch einfach rübergebaut über das. Ja. So, der Eintritt in dieser Kirche kostet übrigens 4 Pfund. Wenn man fotografieren möchte, drinne kostet das 5. Das ist aber eher was für schlechte regnische Tage. Das habe ich mir dafür aufgehoben. Und das hier ist das Southgate, wo wir rausgehen. Wenn ihr das gemacht habt, dann verlasst ihr das durch den Torbogen, durch das Southgate, geht wieder zurück zum West Smithfield Garden und dann geht ihr durch den Eingang zum Hospital und besichtigt St. Bartholomäus Celeste von den Hospital und anschließend geht ihr ins Museum. Das ist auch mal sehr interessant. Da geht es um die Krankengeschichte von Hospital. Okay, well done. Und anschließend könnt ihr zurück zur Barbican laufen. Und dann habt ihr das Viertel komplett erkundet. And now the news of the day. Da in England ja alle Menschen auf der falschen Seite fahren, rettet mit dieser Schriftzug täglich das Leben. Die fahren ja nicht nur auf der falschen Seite, die laufen sogar auf der falschen Seite. Ja, Religion ist nun mal keine Boutique. Noch was, die Olympischen Spiele sind zu Ende gegangen und ich habe versucht, die Parade zu sehen, aber ich musste leider bis 3 Uhr arbeiten. Die Parade war um 2 Uhr vorbei, aber die komplette Straße bis runter nach Westminster ist gesperrt und es gibt richtig schöne Bilder. Man kann einfach auf der Straße laufen und ja, da ist schon wieder ein Krankenwagen. During the parade, just seeing all of those thousands of people there and hearing them, and it was just magical, and I loved it. Thank you. No, well, thank you, and thank you for.